Am Computer sitzend Sport machen, das geht. E-Sports heißt das Phänomen, bei dem sich Jugendliche in Computerspielen messen. Junge Menschen aus dem Reutlinger Jugendhaus Ariba haben sich zusammengetan, um ein E-Sports-Café zu gründen. Noch ist es nicht so weit. Im Jugendhaus Ariba gibt es bis jetzt nur den passenden Raum. Ab Herbst 2018 sollen hier aber regelmäßig E-Sports-Events abgehalten werden. Was das bedeutet? Zwei Mannschaften, bestehend aus je 5 E-Sportlern, treten gegeneinander an. Jonas Wendt und 4 seiner Freunde haben das Projekt initiiert. Bei einem Turnier hat der Schüler aber noch nicht mitgespielt. Ich schaue mir hier die Livestreams immer an von diesen Turnieren und spiele auch gerne selber Computerspiele, die auch bei diesen E-Sports-Turnieren gespielt werden. Das nächstgelegene große E-Sports-Event sei in Köln, so der Schüler. Das sei für ihn zu weit weg. Auch Jugendhausleiter Thomas Prinz freut sich über die Spieler. Das Jugendhaus Ariba sei wie geschaffen für diese Idee. Im Jugendforum war das so, dass sie das vorgestellt haben als Projekt und was sie sich wünschen. Das sind verschiedene Schüler gewesen aus mehreren Schulen und haben ein wunderbar schönes Plakat gemalt. So muss ein Raum aussehen, das muss drin sein, da müssen die Tische stehen und sollte eine Essensmöglichkeit sein, Catering oder was auch immer. Und vom Grundriss her habe ich gedacht, das sieht aus wie unser oberster Stock im Ariba. Der Jugendhausleiter war dann auf die Spieler zugegangen und hatte ihnen seine Unterstützung angeboten. Der Beginn eines Projekts. Für das E-Sports-Café brauchen Prinz und Wendt allerdings noch Computer, auf denen gespielt werden kann. Und die sind nicht ganz billig. Ungefähr so 1.500 € für einen PC. Und wenn wir 10 PCs brauchen, sind wir so bei ca. 15.000 € plus minus, je nachdem, was noch alles dazu kommt. Es wird eine Stange Geld, aber ich glaube, das ist eine aufstrebende Branche und da gibt es bestimmt Leute, die sagen, hey, das unterstützen wir, das wird mal gut, darauf hoffen wir zumindest. Das Projekt hat bereits einen Sponsor gewinnen können. Und das ist der Reutlinger Bürgermeister Robert Hahn. Der hat es geschafft, 5.000 € aus verschiedenen Töpfen für das Projekt locker zu machen. Auch der Jugendgemeinderat hat 300 € von seinem Etat spendiert. Wir haben es am Anfang vor, halt jeden Monat zwei Turniere, eins ab 16, eins ab 12, wie schon gesagt. Und dann halt wahrscheinlich hoffentlich am Tag ein paar Spiele durchzubringen. Jetzt müssen wir halt gucken, wie viel wir dann hinbekommen. Es ist noch ein weiter Weg hin zum eigenen E-Sports-Café. Doch Prinz und Wendt sind zuversichtlich, dass sie es schaffen werden, sowohl die Reutlinger Jugendlichen als auch die Sponsoren zu begeistern.